So, da wären wir wieder. Und in der letzten Folge wurde uns ja quasi der Krieg erklärt. Also nicht wirklich, es waren einfach nur drei Diebe. Aber das ist das erste Zeichen dafür, dass die Goblins uns entdeckt haben. Also es waren zwar Kobolddiebe, aber die arbeiten quasi für die Goblins. Also die Kobolde sind echt ein Anzeichen dafür, dass dann demnächst auch die ersten Goblin Scouts kommen können und dann später auch die ersten Goblin Sieges, also die Belagerungen. Heißt, wir müssen auf jeden Fall unsere Festung sicherer machen. Das machen wir zuallererst, indem wir runtergehen und ganz viele Mechanismen bauen. Denn die Mechanismen brauchen wir nicht nur für Schalter und Verbindungen, sondern die brauchen wir auch für Fallen. Brauchen wir doch, oder? Nee, brauchen wir gar nicht. Jedenfalls nicht für die, die ich jetzt geplant habe. Aber die können trotzdem mal gebaut werden, damit wir welche auf Vorrat haben. Die Fallen, die ich geplant habe, dafür brauchen wir Käfige. Und da muss dann wieder Kredas ran und dafür drücken wir nämlich A und J. Weil J, wie wir alle wissen, für Cage steht, also für Käfig. AJ, 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 AJ. So. Und während die ganzen Käfige gebaut werden, werden wir schon wieder unterbrochen von einem Dieb. Boah, die sind alle unterbrochen worden von diesen nervigen Viechern. Ich zoome mal ganz kurz ran. Z. Wo ist mein Cursor? Ach, da oben. Okay, da war der Dieb. Was haben die Zwerge so weit draußen gemacht? Na gut, ich sehe jetzt auf den ersten Blick hier aber niemanden mehr langhuschen. Ich drücke mal kurz U für Einheitenliste und andere. Wir haben noch zwei Diebe auf der Karte. Ich zoome mal ran. Der eine ist hier und läuft nach Nordosten. Also will er auch die Karte verlassen. Und läuft und läuft und läuft. Das kleine Ding da. Und ist weg. Andere. Und ja, jetzt ist nur noch ein Falke da. Ein Pangolin, was auch immer ein Pangolin ist. Und unser Riesenschwamm. Ich zoome mal ganz kurz zu dem Pangolin. Das ist ein Pangolin. Das sieht aus wie irgendeine Echse. Aber ja, ist ja auch nicht wichtig. Ich lasse mich wieder zu leicht ablenken. Wir wollten unsere Festung sicher machen. Dafür bauen wir jetzt die Käfige. Die Käfige sind eine extrem praktische Falle, die ich glaube ich auch schon mal erwähnt hatte. Denn sie kann einfach jeden Gegner instant töten, in Anführungszeichen. Der Gegner ist zwar nicht tot, aber er ist gefangen und kann nichts mehr machen. Und man kann ihm seine Ausrüstung abnehmen und so weiter. Das heißt, es ist eine extrem mächtige Waffe. Aber wir brauchen auch noch ein paar andere Fallen. Also zum einen gibt es Gegner, die den Käfigen ausweichen können. Und zum anderen will ich auch ein paar Gegner einfach nur töten und nicht unbedingt nur einfangen. Das heißt, wir drücken jetzt mal B. Das war nicht B. Wir drücken jetzt B und Shift-T für Fallen. Und jetzt haben wir verschiedene Fallen zur Auswahl. Also einmal eine Steinschlagfalle. Da braucht man einfach nur einen Stein für. Denn eine Waffenfalle, den Schalter, den haben wir ja schon gebaut. Der zählt auch als Falle. Weil man dann wahrscheinlich Fallen auslösen kann. Keine Ahnung. Dann gibt es noch Druckplatten, mit denen kann man auch arbeiten. Das Problem ist halt nur, dass die eigenen Zwerge die auch auslösen können. Dann haben wir hier noch die Käfigfalle und die aufrechte Speer- oder Pikefalle. Wir wollen aber erstmal die Stonefall-Traps machen. Die sind die allereinfachsten Fallen überhaupt. Die kann man auch recht schnell bauen. Und man braucht doch Mechanismen dafür. Habe ich mich doch richtig erinnert. Das heißt, wir müssen jetzt kurz warten, bis Bitpower fertig ist mit den Mechanismen. Und dann können wir die Steinschlagfallen bauen. Aber das ist wirklich so mit das Einfachste, was man machen kann. Weil Mechaniker kann man recht schnell designieren. Die brauchen ja eigentlich nur Stein. Und dann kann man sofort loslegen innerhalb der ersten Tage und schon die ersten Steinschlagfallen bauen. Falls man zum Beispiel schon von vornherein im Krieg ist mit irgendeiner Fraktion, dann sollte man wirklich vom ersten Tag an das Militär ausbauen und die Fallen ausbauen und so weiter. So, da ist der erste Mechanismus. Jetzt können wir unsere erste Falle bauen. Also B, Shift-T und jetzt Enter bei der Stonefall Trap. Und die baue ich mal direkt hinter unserem Floodgate. Das Floodgate sieht man hier zwar nicht, aber man kann halt nicht drüber bauen. Weil sonst, wenn das Floodgate ausgelöst werden würde, würde das blockiert werden, wahrscheinlich. Also bauen wir die Falle einfach hier hinter. Jetzt müssen wir wie gewohnt unseren Mechanismus auswählen. Und dann war es das auch schon. Das heißt, wir haben jetzt hier einen designierten Platz, da soll eine Falle hin. Dafür brauchen wir erstmal den Mechanismus und dann auch noch einen Stein. Das heißt, es wird einfach irgendeiner von den Steinen ausgewählt, die wir benutzen dürfen. Das wäre in unserem Fall nur das Chert, also die orangenen Steine.
Und ich sehe gerade, Bitpower ist jetzt auch offiziell Mechaniker. Er hatte vorher ja andere Skills, aber da er jetzt genug Mechanismen hergestellt hat, ist er auch offiziell Mechaniker geworden. Das ist doch schick. So, und wir haben Frühling. Dadurch wird das Spiel automatisch abgespeichert, jedenfalls bei meiner Einstellung. Das dauert jetzt ein bisschen. So, das erste Jahr ist rum. Wir haben gut was geschafft, würde ich mal sagen. Und was ist mit dem Zwerg? Der hat schon wieder so einen weißen Pfeil gehabt. Den kenne ich von früher gar nicht. Das kann sein, dass der weiße Pfeil bedeutet, dass sie müde sind. Na gut. Kreda ist jetzt auch offiziell unser Tischler geworden. Das heißt, sein Skill ist schön hochgekommen. So soll das sein. Wir haben momentan 4 Eitler. Das ist nicht so toll. Hier unten wurde auch schon fast alles aufgebaut. Nee, wurde gar nicht. Wir haben nämlich keinen, der für Leder zuständig ist, keinen, der für Kloss und für Loom zuständig ist und keinen, der für Edelsteine zuständig ist. Aber wenigstens wurden die Stockpile schon mal alle gefüllt. Das heißt, wir brauchen echt mehr Zwerge. Also wir könnten jetzt 2 von unseren Haulern auch zu anderen Jobs machen. Ich glaube, das mache ich mal. Also Tentakelfan wird jetzt Lederer. Das heißt, wir drücken auf V, Y und drücken P und machen Hauler weg und schreiben dafür Leder hin. So, Escape, Escape. Dann zoomen wir zu ihm. Dann zoomen wir zu ihm hin mit C und gehen auf P für Preferences, L für Labor und wählen dann nochmal Lederverarbeitung aus. Da, Leatherworking. Escape, Escape. Und eigentlich müsste er jetzt gleich hier runterflitzen. Und die beiden Workshops aufbauen. Und da kommt er auch schon. Ist er das? Ja, Tentakelfan. Den können wir gleich ein bisschen Leder umarbeiten zu Ledercrafts. Also wir haben hier oben die Stonecrafts. Da wird aus Steinen irgendwelche Kinkerlizien gemacht, die man vertauschen kann. Genau sowas gibt es mit Leder halt auch. Das heißt nur A. Sue Leather Image. Das ist halt so eine Art die Dinger, die man sich aufs Knie sticken lässt, wenn da ein Loch drin ist. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber ich glaube, ihr wisst mal, was ich meine. Das sind halt einfach so kleine Lederbildchen. Die soll er einfach endlos produzieren, die können wir dann später vertauschen. Und wir werden noch unser ganzes komisches Leder los. Aber ich will nicht das Hundeleder verbrauchen, das ist für unsere Zwerge. Also gehe ich mal mit Z auf die Übersicht, dann auf Stocks und suche jetzt hier Leder. Hundeleder. Und da drücke ich F. F heißt Forbid. Also es ist verboten, damit zu arbeiten und das überhaupt nur anzufassen. Das ist ganz praktisch, wenn man bestimmte Leder- oder Edelsteine oder Metallsorten nicht verwenden will und sich aufbewahren will. So, das heißt, theoretisch dürfte Tentakelfern jetzt nur ein einziges Ding herstellen können. Gucken wir mal, er hat sich gerade ein Leder geholt. Das müsste er dann entweder hier auf dem Haufen packen oder oben auf den allgemeinen Haufen. Und er braucht schon mal ziemlich lange. Drin ist es nicht. Aber er arbeitet schon mal nicht weit. War das gerade wieder? Ja, er kann. Hier kommt eine Nachricht. Mit A haben wir reingeguckt. Eine Nachricht. Er kann keine weitere Leather Images herstellen, weil er kein Leder hat. Wir haben noch Leder, aber wir haben es halt verboten. Also hat das auch geklappt. Das heißt, wenn die nächste Karawane kommt, können wir mal ein bisschen anderes Leder kaufen, damit Tentakelfan ein bisschen Übung hat. So, und wie ihr sehen könnt, hier hat sich das verändert. Ist jetzt so eine weiße Krone geworden. Das heißt, der Mechanismus ist schon da und es fehlt jetzt nur noch der Stein. Der wird gerade angeschleppt, mühsamerweise. Und arbeitet, arbeitet, arbeitet. Ja, komm. Wir gucken, ob sich das Bild verändert. Das müsste es nämlich eigentlich. Also diese weiße Krone müsste ihre Farbe ändern, damit man sehen kann, dass die Falle geladen ist. Hat sie aber nicht. Das ist komisch. Aber na gut, drücken wir wieder B, Shift T und Enter und bauen hier gleich noch eine Falle hin. Und 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 jetzt haben wir keine Mechanismen mehr. So, da ist jetzt Bitpower erstmal eine Weile beschäftigt.
Das ist auch gut so. Was machen die Käfige? Die Käfige müssten oben gelagert werden, weil die Käfige ja als Tiere gelten. Da haben wir jetzt 3, 6, 9, so 12, 13 Stück. Das ist ja auch okay. Dann sollten wir Bitpower auch gleich mal mehr Mechanismen herstellen lassen. Und danach dann hinter den Steinschlagfallen noch ein paar Käfigfallen bauen. Das heißt, die ersten Goblins kriegen den Stein auf den Kopf und sterben. Und die dahinter kommenden werden eingefangen. Damit wir damit später irgendwas Lustiges machen können. Das wären dann schon mal die ersten Fallen. Die werden wir jetzt auch schön weiter produzieren. Also ich hatte vor, hier den Gang mindestens bis zur Hälfte voll zu packen mit Fallen. Weil ich halt nicht will, dass unser Fort zu schnell stirbt. Es ist zwar schon fast Cheaten, aber das soll mir erstmal recht sein. Denn es gibt später noch genug richtig zähe Gegner, die dann durchkommen. Und es gibt auch Gegner, die Fallen komplett umgehen können. Deswegen müssten wir jetzt eigentlich unsere Miliz aufbauen. Was aber ein ziemlich schwieriges Unterfangen ist. Aber na gut, wir drücken jetzt, was war Miliz? Militär ist M. Hier haben wir jetzt die Militärübersicht. Wir drücken jetzt C für Create Squad. Und jetzt haben wir hier eine Auswahl von Uniformen, die sie tragen sollen. Es gibt 3 vorgefertigte und auch keine Uniform. Man kann sich später auch selber nachher Uniform ausdenken. Also Uniform heißt, man sagt, zieh jetzt den Brustpanzer an aus Stahl, zieh die Schuhe an aus Eisen und so weiter. Und jeder Zwerg in dieser Einheit wird sich dann so anziehen, damit sie auch alle uniform sind. Also gleichartig. Wir nehmen jetzt einfach mal Lederrüstung, denn wir haben keine bessere. Und müssen jetzt Enter drücken. Ne, wir müssen jetzt rüber scrollen zu dem Zwerg, den wir erstmal als Anführer haben wollen. Dann nehmen wir Sarge als den Anführer dieser Gruppe. Und als zweiten suchen wir, wir hatten schon einen Kampfzwerg. Wo ist unser Kampfzwerg? Da ist unser Kampfzwerg. Azayaljur. Unser Grunt. Das heißt, in dem Trupp sind jetzt echt nur die beiden drin. Und man sieht hier auch unter dem Namen, was für ein Skill er hat. Er ist ein adäquater Axtzwerg und er ist ein kompetenter Hammerzwerg. Was schon mal nicht so praktisch ist, da wir hier 2 verschiedene Skills haben, aber na gut. Jetzt könnten wir die noch ausrüsten und den Uniformen anpassen und so weiter. Aber das bringt nicht besonders viel, da wir keine Rüstung haben und auch keine Waffen haben. Jetzt haben wir es so eingestellt, dass wir einfach irgendeine Lederrüstung nehmen, wovon wir keine haben. Und irgendeine Waffe, wovon wir nur eine Axt haben und eine Trainingsaxt. Aber das ist besser als nichts. So, das heißt, wir drücken jetzt mal Escape. Und wir sollten denen noch einen Trainingsraum beschaffen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Kisten, wo sie ihre Sachen drin lagern können. Einen Waffenständer, einen Rüstungsständer. Und mit denen kann man dann ähnlich wie bei den Tischen und bei den Stühlen einen Raum designieren. Das ist halt dann deren Trainingsraum. Wir haben bisher aber keines davon. Also gehen wir mal runter und Kredas darf gleich noch mehr basteln. Oh, er ist schon fast fertig mit all seinen Aufträgen. Das ist doch schick. Das heißt, er baut jetzt noch... Obwohl, die können wir auch aus dem orangenen Material machen, sei es drum. Das heißt, der Steinmetz baut jetzt... Wo sind die Dinger? Ein Koffer, das ist eine Kiste. Davon mal 2 Stück. Ein Weapon Rack, das ist halt eine Waffenhalterung. Und ein Armor Stand. So. Hat er jetzt auch mal was zu tun? Wer war eigentlich unser Steinmetz? Ich glaube, unser Steinmetz war auch gleichzeitig der Craft Dwarf. Also. Nee. Stone war Seetangtung. Der macht gerade das ganze Spielzeug. Das heißt, das sollten wir kurz unterbrechen. Das heißt, wir gehen mit Q auf den Workshop und drücken S für Suspend. Das heißt, die Aufträge bleiben noch hier drin erhalten, aber halt pausiert. Das ist ganz praktisch, wenn man das nicht alles abbrechen möchte und neu eingeben später. So. Jetzt macht er bestimmt erstmal eine Pause, weil die ganze Zeit seine Spielzeuge da hergestellt hat. Ja, der zieht sich nach oben, um erstmal was zu trinken. Na gut, dann machen wir auch hier erstmal eine Pause und sehen uns dann in der nächsten Folge.